Hallo, willkommen am 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema Silber. Jahrhundert-Mega-Ausbruch steht bevor. Disclaimer. Das Jahrhundertereignis Silberpreisexplosion auf ein neues Allzeithoch rückt näher und näher. Vermutlich wird Silber ab Juli stark steigen. Vermutlich erst auf 35 Dollar, dann 42 Dollar, mit einer Übertreibung im Bereich von 55 bis 65 Dollar, gefolgt von einer Korrektur in den Bereich von 40 Dollar. In der Vergangenheit waren starke Silberpreisanstiege immer mit einer extrem starken Gold- und Silberaktienrallye verbunden. Zum Beispiel als von 1966 bis 1968 der Silberpreis von 1,30 Dollar auf 2,70 Dollar, das ist hier ein Fehler, gestiegen ist, ist tatsächlich keine Silberpenny-Aktie um weniger als das Hundertfache gestiegen. Sehen Sie hier auf der linken Seite auch das Statement aus dieser Zeit. Damals hatten viele frühe Investoren es zum Millionär gemacht. Das Gleiche passierte, als Silber zwischen 1993 bis 1996 von 3,60 Dollar auf 5,60 Dollar entstieg und von 2001 bis 2002, als Silber von 4,20 Dollar auf 7,60 Dollar stieg. Und Ähnliches sollte auch jetzt wieder passieren, wenn Silber sich verdoppelt. Also das heißt, wir brauchen eigentlich mehr oder weniger nur eine Silberverdopplung, was eigentlich in dieser historischen Perspektive wirklich nicht viel ist. Und wir könnten solche Resultate sehen, weil eben gerade Junior Penny Gold, insbesondere Silbergold, unvorstellbar tief bewertet sind. Und das würde diese enorme Unterbewertung beenden und x-fach höher schleudern. Und eben die Vergangenheit zeigt es eben auf, dass es da immer zu diesen enormen Spikes kam und das waren immer ganz, ganz, ganz enorme Chancen im Gold- und Silberaktienbereich, weil darauf guckt keiner, da ist keiner investiert. Und diese Aktien tendieren eben dazu, sein völlig unterbewertet, absolut extrem am Boden. Und dann, wenn die Flut sozusagen kommt oder im Prinzip die Silberpreisverdopplung, will die jeder um jeden Preis haben. Und das führt dann hier und dazu, dass diese Aktien dann eben das 10, 20, 30, 50, sogar um das Hundertfache steigen können. Und ja, und diese Silberspikes, die Sie sehen hier im historischen Verlauf sehen, ich meine, es ist ja wirklich so, wenn man das timen kann, also muss vorher investiert sein, dann ist es wirklich die Möglichkeit, damit ein Vermögen zu machen. Wie gesagt, sie passieren nicht gerade häufig, aber offensichtlich die Charttechniker suggerieren, dass hier ein Ausbruch bevorsteht. Und wir wissen das auch. Silber wird enorm verbraucht, die Bestände sinken auf der einen Art, auf der einen Weise. Und das Fiat-Geld muss sich jedes Jahr verdoppelt werden, damit dieses System noch hält. Also diese Geldmassen werden sich hier reindrücken. Das wird eben versucht, durch Derivate und so noch aufzuhalten. Aber irgendein Punkt wird es eruptiv kommen. So wie es auch eruptiv hier 1979 passiert, eruptiv hier zwischen 2009 und 2011 passiert ist. Und eben auch jetzt steht es sehr wahrscheinlich bevor. Ja, das sind die historischen Beispiele und deswegen sollte man sich mit Gold- und Silberaktien im Vorfeld damit eindecken, um präpariert zu sein, wenn dieses Ereignis denn tatsächlich kommt. Hier ein angehender Kupfer-Goldproduzent aus Rumänien. Das Unternehmen, das sich in der Entwicklungsphase befindet, sich auf die Erschließung von Werten durch die Entwicklung des Rovina Valley-Projekts, eines der größten Gold-Kupfer-Projekte Europa, konzentriert. Die Rovina-Goldlagerstätte im Westen Zentralrumäniens ist die zweitgrößte in Europa, umfasst etwa 400 Milliarden Tonnen, besteht die Gipsrohre mit 7 Millionen Unzen Gold, 0,42 Gramm pro Tonne und eben 1,4 Milliarden Gramm Kupfer. Jährliche Produktion von 150.000 Unzen Gold und 19 Millionen Pfund ist anvisiert. Ja, das ist ein sehr großes Projekt. Wie gesagt, die zweitgrößten Rumäniens. Also ist einer der unterbewertesten Gold- und Silberaktien, die es derzeit gibt.
Und Sie sehen auch hier seit 1. Februar hat sich diese Aktie mehr als verdoppelt, das eben trotz der Korrektur. Das heißt, Sie sehen den Aufwärtstrend. Es interessiert die Gold- und Silberaktien nicht unbedingt so sehr mit guten Ressourcen, wie die aktuelle Stimmung bei Gold und Silber ist. Und das ist eben eine, hier ist eben eine Chance, dass diese Aktien in dem Bereich 1 Dollar relativ schnell steigen können. Wie gesagt, sind noch Genehmigungen, stehen noch aus von der rumänischen Regierung, wo das Unternehmen, soweit ich das verfolgen konnte, gibt sich sehr positiv, dass sie die kriegen, weil diese Europäische Union jetzt auch im Zusammenhang mit Rumänien da also ein Critical Resource Agreement, also hinsichtlich der Ressourcen und Agreement gemacht haben, sich zu sichern. Solche Projekte werden dann durchaus leichter genehmigt. So wird das angenommen und das spiegelt ja zum einen dieser Kurs auch wider. Es ist natürlich hohes Risiko. Man weiß es letztendlich tatsächlich nicht, ob irgendwas schiefgehen kann. Kann alles in dieser Risikoklasse schiefgehen. Aber es sieht so aus, als ob das Projekt hier starten kann. Und wenn dann tatsächlich der Startschuss kommt, dürfte das natürlich mit einem weiteren ansteigenden Kursen gehen. Und wenn Gold und Silber höhere Bereiche und Kupfer steigt ja auch, hat das eigentlich ein ganz schönes Potenzial. Wie gesagt, ist auch andere Analysten sagen auch, dass es sich um eine der unterbewertesten Rohstoffaktien überhaupt handelt. Aber wie immer an der Stelle ist es natürlich keine Kaufempfehlung, aber es ist einfach mal interessant, sich anzusehen, das Unternehmen. Generell nochmal Gold. Gold könnte alle überraschen. Gold könnte einfach auch auf 8.500 Dollar steigen und ja, nicht die Werte, die im Allgemeinen prognostiziert werden für Jahresende 2.700 bis 3.000 und Silber eben, wie wir gerade gesagt haben, 50, 55, 65 vielleicht, könnte auch wesentlich höher gehen. 1979 ist das passiert. Da stieg das Gold von 200 Dollar auf 850 Dollar in nur einem einzigen Jahr. Und das führte eben zu dieser extremen Goldaktienrallye, wo das Hoffen, dass was Ähnliches eben passiert. Da ging es um das 100, 200, 300-fach hoch. Absolut gigantisch. Die Unterbewertung der Rohstoff- und Gold- und Silberaktien gibt das her, dass sowas passieren könnte. Wir brauchen natürlich einen signifikanten Start dieses Marktes sozusagen, das sicherlich durch einen starken Goldsteig, Anpreisanstieg und Silberpreisanstieg initiiert würde. Und da würde natürlich dieser Silberspike, wie wir am Anfang gesagt haben, diesen ganzen Markt sozusagen wachküssen an der Stelle. Ja, 1000-Becker-Report. Wir suchen eben diese Aktien zu identifizieren, beim möglichen Potenzialfaktor zu errechnen, das Grad des Goldes, Länderrisiko, Anzahl der Unzen. Ja, ein Portfoliovorschlag für Sie persönlich zugeschnitten kann ich für Sie auch erstellen. Dazu gibt es weiter einen sogenannten versteckten Links, wo Sie täglich Veränderungen sehen können. Dann haben wir Broker, mit denen Sie arbeiten können. Hier in der Schweiz ist zum Beispiel Swissquote. Sie können aber auch mit Nicht-Schweizer Wohnsitz dann Depot eröffnen. flatex DEGIRO, das könnte man zum Beispiel in Deutschland, Österreich verwenden. Dort kann man relativ günstig in einem Toronto Stock Exchange kaufen. Es ist immer empfehlenswert, an der Heimatbörse zu kaufen, weil sie die im Wesentlichen liquider sind und das Ganze ist auch günstiger hinsichtlich des An- und Verkaufs. Goldeinlagerung, einige Firmen hier, die dann Zollfreilagerung der Schweiz einlagern, haben Gold Avenue oder die Sachwerte Einkaufsgemeinschaft, habe ich Ihnen verlinkt. Das sind, denke ich mal, ganz solide Firmen an der Stelle. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht ein Like geben, das würde dem Ganzen den Kanal hier bei YouTube weiter voranbringen. Nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.